Warum hat Jesus so wenig Freunde? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte: Während sie aßen, sprach Jesus: Amen. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen und einer nach dem anderen fragt ihn: Bin ich es etwa, Herr? Die heilige Therese von Avila beklagte sich einmal im Gebet bei Jesus über all die vielen Drangsale und Widerwärtigkeiten, unter denen sie zu leiden hatte. So behandle ich meine Freunde, antwortete ihr der Herr. Therese versetzte: Darum hast du auch nur so wenige. Die entscheidende Frage eines Jüngers Jesus sollte sein: Will ich wirklich Jesus nachfolgen, der arm, verachtet und demütig hier auf Erden gelebt hat? Oder ist für mich das Wichtigste Reichtum, Macht, Ehre und Erfolg? Auch damals mussten die Jünger Jesu erst einmal lernen, auf die erhoffte politische Karriere, auf Macht und Reichtum zu verzichten und darauf, dass Jesus die verhassten Römer aus dem Land hinauswirft. Das führte sie zuerst einmal in eine tiefe innere Krise, sodass sie sich innerlich von Jesus entfernt hatten, ja, sogar zu potenziellen Verrätern Jesu geworden sind. Und betroffen fragten: Bin ich es etwa, Herr, der dich verrät? Doch Jesus will uns zu einer wahren, echten, tiefen, ja glücklich machenden Freundschaft mit ihm führen. Um zu dieser Freundschaft zu gelangen, dürfen wir von der heiligen Theresia zuerst einmal lernen, Jesus an unser Leid zu klagen. Ja, wir dürfen vor Gott klagen und weinen über all die Schmerzen, Enttäuschungen und Niederlagen, die wir im Leben einstecken müssen. Auch für mich ist es wichtig geworden, immer wieder meinen Klagepsalm ins Tagebuch zu schreiben. So kann ich dann leichter meine eigenen Wünsche, die mich in eine Krise gebracht haben, loslassen und mich auf das Neue, ja auf das Wunderbare zu öffnen, das Jesus für mich vorbereitet hat, nämlich auf eine tiefe, innere, wunderbare Freundschaft mit ihm. Von dieser Freundschaft hören wir von Jesus in der Passionsgeschichte: In allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Jesus, bitte vergib uns all die Male, wo wir dich verraten haben. Und lass uns treu sein in der Freundschaft, die du uns schenken willst. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmache dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Und im Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Euch allen wünsche ich einen wunderschönen Tag mit Jesus.